Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Dschungel Challenge. Dies ist Teil 13. Diese Dschungel Challenge wurde entwickelt von Daniel von simfans.de und seinem Team. Ja, hat er ganz toll gemacht. Und hier noch ein kleiner Spoiler-Hinweis. Wenn ihr diese Challenge selber spielen wollt und keine Spoiler sehen wollt, dann spielt erst und guckt dann meine Videos an. Wenn ihr aber keine Angst vor bösen Spoilern habt, dann könnt ihr jetzt gleich weiter gucken. So, und Isolde ist noch vergiftet und sie hält ihr Nickerchen. Ich hatte ihr eben auch gesagt, sie soll mal kurz Brennstoff nachlegen nach dem Nickerchen. Das sage ich ihr jetzt einfach gleich nochmal. So, bevor sie das nächste Nickerchen macht. Dann können wir das auch beschleunigen. So. Traurig ist sie. Oh, Isolde hat die Giftattacke gut überstanden und fühlt sich viel besser. Das ist gut. Darauf hatte ich gehofft. Denn dann haben wir uns das Gegengift gespart. So. Oh, es wird schon wieder heller. Naja, 4 Uhr 40. So. Das mit dem Brennstoff klappt doch eigentlich ganz gut so über Nacht. So, da kann sie einfach immer nach jedem Nickerchen zweimal Brennstoff nachlegen. Wie gut, dass wir nur ein Feuer betreuen müssen. Ja, und mit der Vergiftung, das hätte auch sein können, dass sie die Vergiftung nicht gut übersteht. Und dann wäre es schlimmer geworden, dann hätten wir das Gegengift gebraucht. Und so haben wir das, falls sie hier vielleicht von Spinnen oder Bienen oder Fledermäusen bös vergiftet wird. Denn das kann auch passieren. So. So, ich denke mal, das ist das letzte Nickerchen. Und dann hat sie natürlich mal wieder viel zu tun, die Arme. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Frühstück an. Oder nee, erstmal Brennstoff nachlegen. So. Und jetzt Frühstück. So, Avocado essen. Und hier so ein paar Beeren. Ja, hier hat sie ganz viele von den Pep-Beeren. Davon welche essen. Zur Würze vielleicht ein Salbei. Da hat sie auch viele von. So. Ja, ganz satt ist sie noch nicht. Sie kann sich durchaus satt essen. Wir haben's ja. So. Wahrscheinlich reicht das, was sie hier hat, zur Not die ganze restliche Woche. Aber natürlich lasse ich sie trotzdem weiter ernten und so. Wunderbar, perfekt. Sie ist jetzt zwar ordentlich dreckig, aber sie muss noch nicht so dringend aufs Klo. Darum lasse ich sie vielleicht jetzt erstmal ihre tägliche Gartenarbeit machen. Gießen muss sie hier nicht, also kann sie hier alles ernten. Hier auch. Alle gießen, ja, gut. Und dann alles ernten. Auf das Unkraut jeden verzichte ich jetzt erstmal. Weil das kostet so viel Energie. Hier alles ernten und hier muss er auch gießen. Und ja, die Käfer, die setzen den Pflanzen schon arg zu. Aber ich glaube, das Unkraut, das werden die für diese 5 Tage überstehen. Hier muss sie gießen. Und dann kann sie ernten. Eieiei, hier muss sie ganz schön viel gießen überall. So. Ich sag jetzt hier bei allem immer alle gießen, weil ich nicht weiß, wie weit der Umkreis ist, in dem sie alle gießen macht. Aber die beiden dürfte sie in einem Schwung erledigen. Und hier muss sie nicht gießen. Da kann sie direkt ernten. Und dann ist das auch schon erledigt, glaube ich, ja. Und die kleine Kuhpflanze. Ach, lassen wir die ruhig mal gießen.
Wir wollen ja nicht so sein. Und ich bin ganz froh, dass wir die eigentlich nicht brauchen. So. Und danach kann sie sich dann mal ihrem Pinkelvergnügen widmen. So, hierhin schwimmen, hierhin gehen, in den Pool springen. Dann soll sie mal eine Runde schwimmen. Ich werde jetzt das mit der Sauberkeit, sagen wir mal, nicht so streng handhaben. Wenn sie jetzt so im Roten ist, dann soll sie ruhig mal ein, zwei Runden schwimmen. Aber sie darf auch ruhig mal ein bisschen dreckig sein, weil sie hat viel zu tun mit der Archäologie. So, sie ist immer noch am Gärtnern. So, jetzt ist sie unterwegs, das ist gut. Dann kann ich ihr auch mal sagen, dass sie hierher gehen soll. Und hier wachsen auch wieder Früchte dran, das ist gut. Alles ernten und dann pinkeln, wie ein Champion pieseln. Und auf dem Rückweg kümmern wir uns drum. Feuer, Feuer. Ja, das brennt noch gut. Aber das sollte ich im Auge behalten. So, jetzt hat sie alle ihre Aufgaben auf einen Schlag wieder fallen lassen. Das machen sie leider öfters mal. Dann baut man denen so eine schöne To-Do-Liste auf. Und dann, puh, was interessiert's mich? So, hier hingehen, ernten, pinkeln. Ja, das lodert noch gut, das Feuer. Na, immerhin ist sie jetzt schon gelb mit ihrer Hygiene. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber irgendwie habe ich den Eindruck, als würde das Schwimmen in letzter Zeit effektiver sein. Aber vielleicht habe ich sie in der ersten Woche auch einfach übertrieben viel schwimmen lassen. Und es wäre gar nicht so viel nötig gewesen. So, das hat sie jetzt auch vorab abgebrochen, das Schwimmen. Aber sie ist im gelben Bereich und hat ja auch noch einen Rückweg. So, dann gucke ich nochmal nach dem Feuer. Das brennt immer noch lichterloh, weil dann kann sie da vielleicht auch noch ausgraben. Ja, geh ruhig pinkeln. Sehr schön, meine Liebe. So, hast du gut gemacht. Und jetzt hier ausgraben. Ach, ist mal wieder schwer, das Feuer im Blick zu behalten. Naja, so geht es. Dann sieht man sie natürlich nicht mehr. Nur so da hinten. Sie ackert und rackert. Na, sie hat aber viel Spaß bei dem Ausgraben. Das ist gut. Und? Ah, jetzt hat sie was gefunden. Gut, hier schwimmen. Hierhin schwimmen. Feuer checken. Oh, brennt immer noch super gut. Dann kannst du auch eine Runde schwimmen. Eine energiegeladene Runde. Und dann kannst du in den Pool springen. Und das können wir alles ein bisschen beschleunigen.
Jetzt ist es grün, das ist gut. Dann gucke ich hier nochmal nach dem Feuer. Das ist immer noch gut. Aber ich denke mal, ich lasse sie das Rundenschwimmen jetzt abbrechen, weil sauberer wird sie nicht mehr. So, hier hingehen. Und dann kümmern wir uns jetzt erstmal um das Feuer, was langsam auch heruntergebrannt ist. So. Wo steckt sie? Ah, sie schickt sich gerade an zu springen. Man braucht sie nicht mal den Spaß, den das Ganze bringt, denn der Spaß ist schon optimal. Wunderbar, meine Liebe. Jetzt schnell zum Feuer eilen. Und dann gucken wir mal, was sie hier so gefunden hat. Einen zweiten artefaktförmigen Dreckklumpen. Und was macht ihr Level? Level 3. Vielleicht kann sie jetzt schon hier identifizieren. Aber nee, ich lasse sie. Jetzt ist die Frage, ab einem gewissen Level kann man so eine Ausgrabungsstätte selber etablieren. Denn wenn man so eins ausgräbt, ist es weg. Und bei so einem kann man immer wieder weiter graben und findet da 4 oder 5 Sachen. Und sie muss ja 8 Sachen finden, die sie dann auch noch identifiziert und die dann nicht schlecht sind und keine Fälschung. Das heißt, da müssen wir vielleicht 16 Sachen finden oder so. Darum war es vielleicht sogar schon ein Fehler, dass ich sie da, die beiden da hinten, einfach hab ausgraben lassen. Naja, mit etwas Glück kommen wir durch. 8 Stück ist schon. Ja, hier hat sie noch 2 Ausgrabungsstätten. Die hebe ich auf, bis sie die etablieren kann. Und ich glaube, mit einer gewissen Fähigkeit kann sie dann auch neue Ausgrabungsstätten machen. So. Okay, sie hat was gefunden. Einen nicht authentifizierten Schädel. Ich mache das mal ein bisschen schneller. So. Ja, einen uralten Knochenstaub hat sie gefunden. Gut, damit können wir nicht viel anfangen. Dann find noch mal irgendwelche Artefakte. Am besten welche, die schon aus den Erdklumpen geholt sind. Ich mache hier jetzt absichtlich nicht dreifache Geschwindigkeit. Ein Fossilstein, naja, das brauchen wir auch nicht. Denn ich bin nicht so ganz schnell in meinen Reaktionen. Und wenn das Feuer runtergebrannt ist, will ich rechtzeitig reagieren können, dass sie das wieder flott macht. Ja, es ist auch schon wieder Abend. Ich hoffe, dass sie noch eine nicht authentifizierte Vase, das ist gut. Und sie hat jetzt Level 4. Okay, und sie ist traurig. Jetzt lasse ich sie hier nochmal 2-mal Brennstoff hinzufügen. Und einmal mit dem Baum quatschen. Oder vielleicht 2-mal. Und dann nehmen wir uns mal den Archäologietisch vor. So. Ja, das machst du soweit ganz prima, meine Liebe. Ja. Fossilstein ist eine schöne Sache, können wir aber nicht gebrauchen. So, mal gucken, ob das hilft. Hey, ah ja, jetzt hilft es. Sehr gut.
Und es hilft deutlich besser, als mit sich selbst zu reden. Aber so richtig raus aus der sozialen Misere kriege ich sie damit auch nicht. Schade, dass ich sie nicht verrückt werden lassen kann, weil das hat richtig schnell geholfen. Ah, sie hat dann auch schon wieder Hunger. So, Habba Habba, meine Liebe. Essen. Essen, ah, vielleicht nehme ich die Fokusbeere zum Schluss. Denn ich denke mal, dass die gut sind für diese Archäologiearbeit. So, dann leg hier nochmal einen Brennstoff nach. Der Hunger misst jetzt... Oh, der ist gut, der Hunger. Voll im Griff. Okay, jetzt kannst du dich am Archäologietisch versuchen. Wir machen erstmal Artefakt freilegen. Denn je besser sie ist, desto höher sind die Chancen, dass das keine Fälschung ist. Also, obwohl die Fälschung ist, glaube ich, Zufall. Aber die Chancen auf gute Qualität werden besser. So, das machen wir jetzt mal schneller. Jetzt probiere ich es doch mal hier dreifach. Ich denke mal, eine Authentifizierung, also eine Freilegung, müsste der Brennstoff aushalten. Man muss gleich schon wieder schlafen. Das wird schon knapp mit den 8 Dingern. So. Okay, jetzt ist sie gleich fertig. Okay. Ah, Isolde hat das Objekt sorgfältig analysiert und es als echt eingestuft. Weitere Analysen können zusätzliche Informationen liefern. Mit weiteren Analysen kann Isolde ihre Archäologiefähigkeit verbessern. Jetzt gucken wir mal, was das ist. Die sind alle nicht authentifiziert. Aber irgendwas hat sie doch da als echt eingestuft. Vielleicht muss sie das noch authentifizieren. Hm. Ich dachte eigentlich, sie hätte 2 Sachen gemacht. Nun ja, oder sehe ich da irgendwas nicht? Tja. Ich denke mal, ich lasse jetzt schlafen. Und morgen geht's dann weiter. Schon knappes Rennen. Am Mittwoch hat sie angefangen. Das sollte ich mir ja auch noch mal merken. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Im Ernst? Nein. Doch. Hatten wir nicht Mittwoch das letzte Mal? Ja, doch. Doch. Mittwoch, doch. Völlig verwirrt hier. Also leg mal Brennstoff hinzu. Dann hat sie nur noch 3 Tage. Ah, Montag früh ist es. Montag früh. Also den Sonntag, den hat sie voll. So. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, Montag früh ist es. Okay. Ja, dann mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.